Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Dieses Mal ein bisschen außerplanmäßig, schon am Dienstag. Ja, letztes Mal sind wir hier auf Route 7 in der Höhle verzweifelt. Ja. Wir brauchen ein Platz-Pokémon. Vielleicht finden wir hier im Gras was. Team Ban braucht Platz-Pokémon. Vielleicht finden wir hier ein funktionsfähiges Platz-Pokémon. Pikolente ist kein Platz-Pokémon. Aber man könnte es durchaus nehmen. Ach nee, lass mal. Flucht gescheitert. Oh nein. Ich versuch's trotzdem nochmal. Flucht gescheitert, Flüchter. Au. Mist. Und dann wären wir uns halt. Das dürfte nicht wirklich möglich sein. Fleet! Gebt die Stellung auf! Es dürfte doch hier irgendwo ein Blatt-Pokémon geben. Ein Farbigo! Das ist auch nicht so wirklich das, was ich wollte. Flucht gescheitert. Was ist denn da los? Flucht gescheitert. Verzweifler. Versuch es weiter. Und wenn dann kommt mal. Was ist denn hier heute los? Vielleicht ist hier ja mal durch ein Blatt-Pokémon. Illumisa. Los, Christoph. Du wirst doch wohl noch fliehen können. Du bist entkommen. Das hast du gut gemacht. Genauso wollte ich das haben. Pokémon fangen im Blumenfeld. Blatt-Pokémon, Blatt-Pokémon. Zu mir. Ja, eine Gruppe wilder Pokémon erscheint. Eine Gruppe. Das heißt, wir können es nicht fangen. Oh. Und das wird nichts. Let's play Markus. Du dürftest sehr effektiv. Deine Attacken dürften sehr effektiv gegen diese Pokémon sein. Hospos selbst. Was auch immer ein. Nichts geschieht. Platscher vermutlich. Platscher! Carpador-Attacke. Hey, die Attacke ist für Carpador vor. Sehen. Nitro-Ladung. Okay. Einen hätten wir. Christopher erreicht Level 14. Jason erreicht Level 16. Hops, Boss. Setzt Schweif, Wacklong ein. Hops, Boss, setzt Platscher ein. Kapodor-Attacke. Hey. Wutanschlag. Ah, Rotschlag, nicht Wackelattacke. Schwanzwackelattacke. Dann setzen wir mal auf den nächsten ein. Warum? Der nächste bitte.
Fletcher. Nur, das ist vielleicht doch nicht so gut, wenn ich da jetzt in so einfach der schon Fletcher als Attacke hat. Das vielleicht doch so keine gute Idee. Doch keine so gute Idee. Das ist ja. Vielleicht sollte ich mir das noch mal überlegen. Roten Schlag. Nitro-Ladung auf Obstbraus. Kabum. Obstbraus Level 7 wurde besiegt. 50 LP Punkte. Gut. Level 7 macht sich, brauchen wir nicht. Setzen wir einmal Blut ein. Und fertig ist das. Eine ganze Bande besiegt. Christoph erhält 50 E-Punkte. Und wir haben ein ganzes Team besiegt. Und wir heilen mal schnell unsere Pokémon. Sicher ist sicher. Wir erinnern halt Pokémon und machen sie wieder fit. Ja, der Text ist bekannt. Dann machen wir uns weit auf den Weg. Unser Team soll schöner werden. Wir brauchen Pokémon von der Sorte Blatt. Vielleicht kriegen wir hier auf der Route 6 ein paar Blatt-Pokémon. Oh. Da kommst du nicht lang. Dann musst du erst auf dieser Route lang. Dann musst du dich erst hier vorbeischlängeln. Oh. Ein Pokémon taucht aus dem Büschen auf. Das ist ein hässliches Ohr, doch. Oh ja, das ist sehr hässlich. Du wirst entkommen. Das ist gut. Hier können wir vielleicht über die Seitenwege. Magnum Opus Palast, da wollte ich doch nie wieder hin. Place Alley. Sehr hohes Gras. Da ist ein Trainer im Gras versteckt. Alles klar. Alles klar. Backpacker Tibung. Weil man ihn nicht sehen kann. Christoph. Na denn. Okay. Aquaknarre. Agilität. Initiative steigt. Oh, sehr gute Attacke. Sehr sinnvoll. Sehr effektiv. Und was soll Christoph tun? Aquaknarre. Mach es fertig. Aqua, mach es fertig. Jo, fertig. Genau so. Mach mal ein Pokémon fertig. Jetzt bin ich mal groß, aber ich Level 17. Das ist Tibor. Du gewinnst 51 Pokémon. Ab durchs ganz hohe Gras. Da ist auch schon ein Pokémon. Ninkala. Nee. Das ist scheiße. Oh, ein Pokéball. Extempo.
Die habe ich ehrlich gesagt noch nie gebraucht. Diese Kampf-Items. Kämpfe immer sehr offensiv. Den Kader. Was ist das überhaupt dafür ein Pokémon? Das will man auch nicht in seinem Team haben. Das ist doch mal ein richtiges Pokémon. Okay. Konnte man gerade mal so noch gelten lassen, aber... Naja, lass mal. Vielleicht findet sich noch ein besseres. Du bist kein Pflanzen-Pokémon. Nein. Bist du nicht. Nö. Da. Ich sag, du bist kein Pflanzen-Pokémon. Vision. Hau ab. Vision. Hau ab. Hau ab. Geh mir aus dem Blick. Jetzt kommt hoffentlich gleich mal eines. Schon wieder so ein beklopptes Visor. Visor Nummer 3. Und ein wildes Garmokles. Der will elf. Und das fangen wir uns. Ist doch kein Blatt-Pokémon, aber ein Garmokles. Okay. Alles klar, ein Damokles. Das wird mal richtig episch stark werden, das sage ich euch. Ein Top 4 Kämpfe mit dem. Die werden mal richtig episch. Gramokles wurde gefangen. Erreicht Level 15, Christoph. EP-Teiler. Hat seine Funktion erfüllt. Möchtest du Gramokles einen Spitznamen geben? Ja. Geben wir mal schnell einen Namen. Oh, was ist ein Mädchen? Ein Gramokles kann doch kein Mädchen sein. No. Wen juckt's? Schnell einen Namen eingegeben. Ach, machen wir es manuell. Naja. Nee. Ernst beiseite. Ja, komm schon. Shit Display. Muss ich halt ja mit dem Steuerpad hin und her oder mit dem Steuerkreuz hin und her wackeln. Oh, es gibt hier gleich einen Muskelkrampf am Finger. Alterns. Endlich mal geschafft. Und noch ein Kampf. Und die Namen werden wir gleich sehen. Nur mal das Team öffnen. Psiao. Bestes Kommen.
Wir suchen noch ein Pflanzen-Pokémon für das Team. Pflanzen-Pokémon. Ja. Nehme ich. Nee, nehme ich doch nicht. Lässt sich so leicht besiegen. Justin erreicht endlich Level 14. Justin wird endlich 14. Hehe. Justin wird 14. Herzlichen Glückwunsch. Inkana, Schwächling erscheint. Insider Joke. Anständiges Blatt-Pokémon wird auch wohl nicht so, so schwer zu finden sein. Du bist kein Blatt-Pokémon. Kein Pflanzen-Pokémon. Komm. Pflanzen-Pokémon. Ja, habe ich schon. Dramokles. Bist du gekommen? Ja, es ist. Man kann ein Dramokles weiblich sein. Ist das so gut? Ja, es ist vielleicht ein bisschen frauenfeindlich, aber nein, das, so ist das nicht gemeint. Seht euch das Video von Lenny für Kate bei meine Macken bei Pokémon an. Das ist ja, es ist irgendwie so ein Gefühl. Pokémon, starke Pokémon müssen irgendwie. Ich weiß, das ist irgendwie ein bisschen frauenfeindlich, ist es schon, aber. Ja, es ist irgendwie, ein Schwert kann irgendwie, ein Schwert ist irgendwie ein Mann, das ist, nächstes Pokémon, ein Drache ist auch irgendwie ein männliches Pokémon, das ist einfach irgendwie so. Taubsi, ja, das ist solche neutralen Pokémon, Myrafla, ja, das kann meinetwegen weiblich sein. Habe ich nichts dagegen, aber. Und da bin ich ein bisschen konservistisch in Sachen. Pokémon, wie schlecht. Los, jetzt fangen das Ding. Justine. Windstoß. Mache es halt noch ein bisschen alle. Oh, nicht so dolle. Lockduft. Und der Bildschirm wird rosa. Oh, oh. Jetzt. Pokémon. Das ist der ideale Zeitpunkt. Jetzt schaffen wir es. Eins, zwei, drei. Gefangen. Klasse, Miracle wurde gefangen und wir haben ein Blatt-Pokémon. Ziel erreicht. Justin erhält 100 EP-Punkte. Möchtest du Miracle einen Spitznamen geben? Ja, fällt mir spontan Name ein. Für mein erstes Blatt-Pokémon. Blatt-Pokémon, Name. Oh, da habe ich einen. Haben wir gerade eben Let's Play von gemacht. Wieso rede ich einfach eigentlich in der Pluralform?
Let's Play Zuschauer. Ich weiß jetzt nicht, wie es richtig geschrieben wird, aber wird schon so. Und wieder die Tippsache hier. Los. Jetzt ist das Team auch vollständig mit 6 Pokémon. Jetzt hier nur noch Heile rauskommen. Ich habe einen Pokéball übersehen, ich weiß. Und jetzt erstmal zum nächsten Pokémon aufladen. Und ist der Part auch schon zeitlich zumindest vorbei? Ich würde mich zwar mit den neuen Pokémon jetzt gerne nochmal in einen Kampf wagen. Das machen wir auch mal gleich nochmal. Dauert nur eine Minute. Und dann auf geht's mit dem vollen Team. Was wir jetzt schnell auch sortieren. Let's Play Christoph, Justine, Jason, Chuck Norris und Poison Ivy und Batman. Kennt man vielleicht. Gut. Auf in den Kampf. Mit Gebräu. Über ihre vier Promenade geht es über die Brücke, auf der einst ein Redakteur geschlafen hat. An der Brücke vorbei, an dem Schloss vorbei, an den Leuten, die da immer noch rumstehen, nach einem Kampf. Durch die Höhle zu Bad Nest. Und wir treffen natürlich auf anders. Nicht ganz, ein wildes Flormel. Wir können hoffentlich jetzt fliehen. Flucht! Du wirst dann kommen. Und los geht's, ab in den Kampf. Bist du in der Lage, Pokémon gut aufzuziehen? Das will ich jetzt im Kampf herausfinden. Das wirst du herausfinden. Ich werde dich alle machen, auch wenn du nur 4 Pokémon hast. Das heißt nur Picolente. Nitro-Ladung. Mach sie alle, Let's Play Markus. Au. Gut, Nitro-Ladung scheint nicht sehr effektiv zu sein. Trotzdem versuchen wir es nochmal. Was ist das für ein Ding? Picolente. Das ist irgendwie gegen alles effektiv. Was ist das für ein Ding? Das ist eine Ente. Los, Jason, vielleicht kannst du mal was machen. Schaffst es, Jason? Picolente setzt Auflockern ein. Fluchtwert von Jason sinkt. Jason wird aber nicht fliehen wollen. Aquaknarre. Na doch. Schlecker. Oh. Das wird was. Flügelschlag. Schlecker. Flügelschlag! Oh nein, sie ist paralysiert.
Das mache ich auch zu wirken. Und Schlecker, mach's fertig. Und Gegner wurde besiegt. Noch drei Pokémon. Ah. Machen wir schnell. Nein, weiter. Jason ist da sehr gut drin. Und Attacke! Silberblick. Hallo. Noch nie was davon gehört, was Silberblick so macht. Kopfnuss! Eo, kleiner hier. Eine Kopfnuss geben hier. Ich glaube es. Schlecker scheint irgendwie nicht zu wirken. Kraftschub! Tackle! What? What the fuck? Effektiv. Wurde besiegt. Und Jason hat 189 EP. Oh, ein Pokémon-Züchter ist die. Weiterkämpfen. Ich sagte doch, das ist ein verdammt starkes Pokémon. Das steht dann im in der Top 4 und kann mit einem Tackle irgendwie in eine Scheiße anrichten. Naja, mit Tackle nicht, aber der hat eine unglaubliche Ausdauer. Ich hoffe, der hat das ziehen Attacken fast nichts ab irgendwie. Und dann Poison Ivy erhält Level 12. Pikachu kommt und wird kämpfen. Ich muss mir auch noch mal ein Pikachu fangen. Das werde ich demnächst auch mal probieren. Ich setze weiter einen Tackle ein. Das ist nämlich sehr effektiv. Wird mal herausfinden, wo wir ein Pikachu finden und da werde ich dann mal im nächsten Part dann, nein, nicht im nächsten, aber irgendwann demnächst mal, wenn wir da mal rumkommen, mal eins einsacken. Denke, das sieht dann ganz gut aus im Team. Jason erreicht Level 17. Zermürben, falls er wieder erlernen. Einige lang kann er mal vergessen. Doch keine nicht so gute Attacke. Christoph erreicht Level 16. Herzlichen Glückwunsch. Christoph hat einen Biss. Aber Christoph kann nur maximal 4 Attacken einsetzen. Soll er andere Attacken durch Biss ersetzt werden? Wieso kann ein Pokémon eigentlich nur 4 Attacken einsetzen? Kann mir das einer verraten? Ist doch irgendwie ein bisschen. Warum nicht 6? Oder 8? Na, wenigstens 5, das ist. Das wäre Markus erreicht Level 18 und Justine erreicht Level 15. Oh, er ist 15 geworden. Nee, kann nicht sein. Der ist erst 14. Insider Gag. Psychstrahl. Das ist Jaula natürlich hier. Jaula vergessen und Psychstrahl erlernt. Chuck Norris erreicht Level 12. Chuck Norris, er schläft nicht, sondern er wartet. Ja, nochmals. Ja, du hast ein Team gut aufgezogen. Let's Play Ben gewinnt 786 Pokédollar und beendet diesen Part mit einer Entwicklung. Christoph entwickelt sich. Ich höre mal lieber auf. Dein Chili wurde zu Shiddock. Bam. Gut. Schaffen wir es noch aus dieser Höhle raus?
Du, ich fürchte, das schafft man dieses Mal in diesem Part nicht mehr. Deshalb, den beenden wir jetzt. Da brauchen wir mal Stärke. Ja, das finden wir im nächsten Part heraus, wo wir Stärke herkriegen. Und ja, da verabschiede ich mich für diesen Part, den wir jetzt endlos überzogen haben. Und ja, den ich jetzt endlos überzogen habe. Und ja, bis zum nächsten Mal. Schreibt es in die Kommentare, wie ihr diesen Part fandet. Und Daumen hoch, abonnieren. Und ja, bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein, wenn es heißt: Willkommen zu einem neuen Part. Let's Play Pokémon Y mit den Zwergen für Ost. Bis dann.